Seite ist das sehr gut und auf der anderen Seite ist das für mich so ein großer Kritikpunkt. Es gibt hier schon die Möglichkeit, du kannst hier so viel entdecken. Ich könnte hier 1 Milliarde Aufträge annehmen. Ich könnte hier jetzt schon unter Wasser nach Schätzen suchen. Ich könnte dies tun und jenes tun. Und das ist so überlagert und man kann so viel machen. Auf der einen Seite, wie gesagt, sehr, sehr toll. Aber andersrum kann das auch sehr, sehr anstrengend sein, wenn man, wie ich, sich gerne davon ablenken lässt. Hier werde ich nochmal speichern. Ich weiß noch, dass es hier... Weiter so, Plätze. Genau, da gibt es direkt Wölfe und einen Schatz. Die werden wir auch direkt versuchen zu töten. Wölfe sind nicht so erfreut, wenn man Feuer benutzt. Oder Wargen. Sind aber in Gruppen trotzdem gefährlich. Und ich bin nicht der beste The Witcher-Spieler. So, das haben wir solide geklärt. Und jetzt hier die Beute mitnehmen. Alkohest. Leinen, Moonscherben. Alles Inkredenzien, die wir später noch brauchen, um Rüstung und ähnliches herzustellen und die Alchemie zu benutzen. Was ich an The Witcher 3 sehr, sehr gut finde, ist, dass sie das Alchemiesystem ein bisschen überarbeitet haben. Also The Witcher 2 habe ich auch ein bisschen gespielt, aber auch nie durch. Und den ersten auch. Und da waren Tränke und so weiter sind verbraucht worden. Hier kann man die einmal herstellen mit den teuren Materialien und sie danach mit ganz normalem Alkohol wieder auffüllen. Was ich sehr gut finde. Los, los! So, ich werde mir an dieser Stelle nochmal eben kurz einen Kaffee machen und mal eben Apfel holen. Ja, ja, ja. Und bin dann sofort wieder für euch da. Bis gleich. So, da ist er auch schon wieder. Heil, Herr Seer. Heil wer? Militärleiter. Dennis Kahn. Ohne ausdrückliche Dennis Erlaubnis Kahn. Des Moin. Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Nein. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Siehst du, du kannst höflich sein. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm! Wir müssen ein Teil eurer Kampf. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Ja, das stimmt. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr, aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen.
Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Ich kann es nicht leugnen. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wadger. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Bitte? Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Dann ist sie doch schon längst weg. Abgemacht. Alles klar. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche mehr Informationen über den Greif, würde ich sagen. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Alles klar. Und ein bestimmtes Kraut brauchen ich wir auch Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Das ist doch super. Tumira und Mislav. Danke. Esso und Jagden. Esso und Jagden. Aktives Ziel. Ja, okay. Das ist super. Die Beste von Weißgarten. Und somit nehmen wir uns dann natürlich mal dem Greifen an. Frage den Jäger nach dem Fundort der Leichen und frage die Kräuterfrau nach Kräutern. Naheliegend bei einer Kräuterfrau. Ja, sag ich auch immer. Wo ist denn mein... Schnellreisen. Wegweiser ermöglichen dir, direkt von einem Ort zum anderen zu reisen. Nähere dich einem Wegweiser und drücke A. Okay, möchte ich aber gar nicht. Weil ich sag ganz ehrlich, die Spielwelt ist so geil in Szene gesetzt. Mein später wird Schnellreisen wichtig. Aber jetzt gerade an diesem Punkt werden wir ein bisschen die Botanik genießen und hier mal so ein bisschen durchreiten, weil ich finde, das sieht einfach atemberaubend toll aus. Und das lädt auch quasi dazu ein, mal nicht da durchzuhetzen. Alles klar, Herr der Linge, bis dann. Nicht so schnell, Plätze. Hier haben wir direkt Ertrunkene gehabt. Ich lasse mich nicht ablenken. Also ich werde es zumindest versuchen. Hier gibt es Kräuter zu finden. Euch reite ich über den Haufen. Geh mir nicht auf den Sack. Ich meine, alleine wie sich die Bäume im Langsam. Was hast du denn? Seht ihr, das meine ich. Das meine ich. Was hat er denn für ein Problem? Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Ja. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist das passiert? Das könnte ich sein. Und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also,
Ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Ja. Plötzlich so ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Gut, ich suche nach deiner Schachtel. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Alles klar. So, kostbare Fracht. Quest verfolgen. Finde mit Hilfe deiner Hexersinne die kleine Schachtel, die der Kaufmann erwähnt hat. Na komm her, das machen wir jetzt mal direkt. Und das ist auch das, ich meine, Nils schreibt das gerade so schön und habe ich auch schon erwähnt, vorweg. Das ist exakt das, was ich auf der einen Seite sehr toll finde, weil dieses Spiel einen echt unsagbar... Ja, wie soll ich das sagen? Also das ist... Es ist hier so viel. Wagenspuren, sie führen in den Sumpf. Man kann hier so wahnsinnig viel entdecken. Das ist irre. Das ist gerade jetzt nochmal, für alle, die das nicht mitbekommen haben, die Funktion der Hexersinne, wodurch ich bestimmte Gegenstände hervorheben kann. Oh, nö. Wieso habe ich denn eigentlich so wenig Lebenspunkte? Das ändern wir mal eben. Wir haben ja auch einen Tag- und Nachtwechsel im Spiel. Das sieht auch sehr cool aus. Da ist der Wagen. Da sind Ertrunkene. Wo ist der Wagen? Da ist der Wagen. Wieso rennt er denn jetzt? Herzogenwasser. Habe ich die kleine Schachtel jetzt oder nicht? Er gräbt sich ein. Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Okay, ich raff das gerade nicht so richtig, was ich hier machen muss. Tut mir auch leid, ich bin heute, glaube ich, so ein bisschen durcheinander. Ich war gestern einfach wieder mal zu spät. Aber das macht auch eigentlich nichts. Aber was will er denn jetzt von mir? Da ist noch ein Pfeil. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Ja. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Das ist doch schick. Naja, werden wir... Oh mein Gott, werden wir uns hier mal in Ruhe umgucken. Oh. Oh, wer bist du denn? Direkt ins Genick. Guter Schuss. Krass. Entweder okay. Hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Okay, das heißt, hier muss ja noch mehr sein. Oh, ich mag die Tiger ja nicht, ne? Oh ne, ich habe wieder nicht gespeichert. So, ich muss nochmal eben aus dem Kampf nochmal eben meditieren und vor allen Dingen speichern. Zeig mir, was du zu bieten hast.